Eva Mückstein, Gesundheitssprecherin der Grünen, ist nun am Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, ich möchte auch etwas zum Antrag der FPÖ in Bezug auf die Vorgänge im Gesundheitswesen in Wien sagen. Ich finde auch, dass es sich dabei um eine doch recht bekannte Geschichte handelt, weil Herr Dr. Reiner trotz bester Qualifikation und trotz eines enormen Fachärztemangels im Otto-Wagner-Spital seinen Vertrag nicht mehr verlängert bekommen hat. Und auch die Beschreibung, dass es aufgrund mangelnder Identifikation mit dem Gesamtinteresse der Dienststelle bzw. der Stadt Wien passiert ist, finde ich äußerst kritikwürdig. Reiner hat eine freie Gewerkschaft gegründet, also eine Gewerkschaft außerhalb des ÖGB. Und damit hat er sich wohl mit den Mächtigsten im Land angelegt, mit dem ÖGB, mit dem KAF, mit der Ärztekammer und mit der Stadt Wien. Und das ist schon ein ordentlich mächtiges Paket. So nach dem Motto, das Imperium schlägt zurück, ist wahrscheinlich anzunehmen, dass auch die Dauervertragskommission, die die Nichtverlängerung letztlich beschlossen hat, diesen Vertrag dann nicht verlängert hat. In dieser Dauervertragskommission sitzen eben auch die Vertreter des Krankenanstaltesverbundes, der MA15, des Landessanitätsrates und der Gewerkschaft und unter anderem eben auch der Ehemann der Gesundheitsministerin, was ich denke schon auch die Frage der Unvereinbarkeit aufwirft. Es drängt sich also die Frage auf, handelt es sich hier um eine unzulässige, politisch motivierte Kündigung? Aus grüner Sicht möchte ich da ganz klar sagen, es kann und darf nicht sein, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der Stadt Wien oder mit dem Dienstgeber durch Einschüchterungsmaßnahmen verhindert wird oder dass Menschen, die sich politisch für ihre Rechte als Beschäftigte einsetzen, mundtot gemacht werden. Es ist auch so, dass wir Grüne, anders als die Neoliberalen vielleicht, grundsätzlich das Recht unterstützen, Gewerkschaften zu gründen, um damit Beschäftigte ihre Interessen vertreten können. Das Recht, eine Gewerkschaft zu gründen oder ihr auch beizutreten, ist außerdem ein europäisches Menschenrecht, das im Artikel 11 geregelt ist. Und dieses Menschenrecht darf nur ausgesetzt oder eingeschränkt werden, wenn es nationale oder öffentliche Sicherheitsbestimmungen gefährdet. Und ich nehme an, das ist wohl in diesem Fall wirklich nicht anzunehmen. Aber, das möchte ich auch ganz klar sagen, der Antrag der FPÖ ist dermaßen polemisch und die Wortwahl ist gänzlich, wirklich vollkommen inakzeptabel. Der Nationalrat und der Herr Sozialminister sind für diese Thematik nicht zuständig. Und außerdem, das finde ich sehr begrüßenswert, liegt diese Causa jetzt beim Arbeits- und Sozialgericht und wird außerdem von der Volksanwaltschaft geprüft. Und dort ist es sowohl formal als auch inhaltlich richtig platziert und dort gehört diese Causa auch hin. Zustimmung zur Kritik der FPÖ an der Entlassung eines Wiener Arztes kommt von Eva Mückstein, Gesundheitssprecherin der Grünen. Der Fall sei zu prüfen.